Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten Texture-Tutorial hier auf meinem Kanal. Wir werden die Final Fantasy 15 Texturen heute leicht verändern und schauen, was wir alles ohne die ganzen Modding-Tools erreichen können. Eigentlich wollte ich gar nicht so ein Tutorial machen, allerdings ist mir aufgefallen, dass es überhaupt noch kein Final Fantasy 15 Texture-Tutorial gibt. Und aus diesem Grund habe ich mich dazu entschieden, dass wir heute mal ein Plakat im Diner von Hammerhead verändern werden. Hier seht ihr auch schon ein paar Plakate und wir kümmern uns heute um den Splats Tomato Jelly Eintrag hier. Wir werden ein paar Programme brauchen dafür, aber was wir heute tun werden, ist nur eine kleine Veränderung. Und zwar werden wir diesen Splats Tomato Jelly zu einem Splats Light Plakat umändern. Ja, hier sehen wir dann auch schon, wie das fertige Produkt aussehen wird mit Splats Light Tomato Jelly. Natürlich könnt ihr jede beliebige Textur im Spiel verändern. Wir werden zuerst die Texturen, die wir verändern wollen, von dem Spiel rausziehen, also dumpen. Werden dann das Ganze mit Photoshop und mit Hilfe eines Plugins von Intel editieren, speichern und dann wieder ins Spiel einfügen. Ich habe hier mal eine kleine Liste gemacht, was wir denn genau brauchen. Wir brauchen natürlich das Spiel Final Fantasy 15 in der Windows Edition. Das geht natürlich nicht mit den Konsolenversionen des Spiels. Wir brauchen Special K Tool bei Kaldian. Da zeige ich euch auch gleich, wie wir das Ganze bekommen und wo wir das Ganze bekommen. Wir benötigen Photoshop. GIMP sollte eigentlich auch funktionieren, allerdings habe ich das noch nicht ausprobiert. Dann brauchen wir noch das kostenlose Tool Intel Textureworks Plugin for Photoshop. Dann haben wir hier noch optional Notepad++. Das Ganze funktioniert auch mit dem Editor, allerdings ist das Ganze ein bisschen strukturierter und ordentlicher, wenn wir das mit Notepad++ machen. Zuallererst laden wir uns das Special K Tool runter, den Link findet ihr in der Beschreibung. Durch dieses Tool wird es uns möglich sein, die ganzen Texturen erstmal zu dumpen und dann auch später wieder zu injizieren. Also aus dem Spiel rauszunehmen und dann wieder ins Spiel einzufügen. Nun geht ihr in euren Final Fantasy 15 Windows Edition Ordner. Der ist normalerweise im Steam Apps Common Final Fantasy 15 Ordner und kopiert die Dateien von eurem 7-Zip-File in den Ordner für euer Spiel. Nun starten wir das Spiel. Nicht wundern, es kann passieren, dass es am Anfang erstmals ein bisschen länger dauert, bis das Spiel startet. Aber es dauert halt bloß ein bisschen länger, bis es hochfährt. Danach wird es wunderbar laufen. Und wir kommen, indem wir die Start- und Select-Taste zum Beispiel gleichzeitig drücken, in das Special K-Tool-Menü. Nun ist wichtig, dass ihr Enable Texture Catching auswählt und Catch Size auf 8192 Megabit stellt. Danach klicken wir auf Render Mod Tools und sollten auf diesen Bildschirm hier kommen. Wenn ihr diesen Bildschirm nicht bekommt und stattdessen eine Warnung bekommt, müssen wir vorher einen anderen Schritt machen, den ich euch jetzt erklären werde. Wir gehen zurück zu unserem Final Fantasy 15 Ordner und wählen dxgi.ini-File aus. Ich öffne die Datei mit Notepad++. Ihr könnt das Ganze natürlich auch mit dem Editor öffnen. Hier müsst ihr nun darauf achten, dass unter Textures D3D11 Catch gleich True ist und ebenfalls Inject gleich True ist. Ebenfalls darauf achten, dass unter Textures.catch Allow Unsafe Ref Counting ebenfalls auf True gestellt ist. Jetzt können wir erneut im Spiel versuchen, das Special K-Tool zu öffnen und dort bei Render Mod Tools werden wir jetzt hier ins Menü kommen und gehen auf Refresh Textures. Und nun fängt der richtige Spaß an. Jetzt haben wir hier alle Textures, die aktuell genutzt werden. Und jede Textur hat halt eine eigene ID. Nun ist es wichtig herauszufinden, welche ID die richtige ist und welche Datei wir dumpen müssen. Nachdem wir nach langem Suchen endlich die Textur gefunden haben, die wir brauchen, gehen wir auf Dump Texture to Disk und nun haben wir den ersten großen Schritt endlich hinter uns gebracht. Wir haben die Textur auf unserer Festplatte in einem Format, das wir mit Photoshop dank eines Tools von Intel öffnen können.
Nun haben wir die Datei als DDS-File, allerdings kann Photoshop das Ganze so ohne weiteres nicht lesen. Und dafür brauchen wir ein Tool. Dafür gehen wir mal auf die allererste Anlaufstelle für alle Leute unter euch, die vielleicht Final Fantasy 15 modden wollen. Und zwar gehen wir dafür aufs Reddit-Forum Final Fantasy 15 PC Mods. Eine echt geniale Seite mit einer super Community, die ich euch nur empfehlen kann. Nun gehen wir auf Unofficial Primer and Tools und suchen unter Tools den Eintrag Intel Texture Works Plugin for Adobe Photoshop. Da klicken wir nun drauf, downloaden das Programm von der Intel-Seite, es ist kostenlos und müssen nun die richtigen Dateien in unseren Photoshop-Ordner einfügen. Das sollte nicht so schwer sein. Nachdem wir das getan haben, können wir nun endlich damit beginnen, die Textur selbst zu bearbeiten. Nun haben wir Photoshop geöffnet und hier haben wir auch schon die Datei, die wir wollen. Wir werden jetzt das Ganze leicht verändern. Hier wird Splats Tomato Jelly endlich zu Splats Light Tomato Jelly. Da es heute eh von jedem Produkt irgendwie eine Light-Version gibt, dachte ich mir, das ist die perfekte Möglichkeit, das ins Spiel einzubringen. Außerdem wollte ich keine Copyright-Probleme oder sowas am Ende dann bekommen. Ihr seid natürlich um einiges kreativer als ich und werdet natürlich das Ganze um einiges hübscher verändern können. Wir spulen mal den ganzen Prozess ein bisschen vor, weil sonst dauert das doch ein bisschen lange. Ja, und so sieht dann das fertige Produkt aus. Yay! Nun speichern wir das ganze Projekt. Gehen auf Speichern unter. Geben das Ganze natürlich einen schönen Namen. Und ganz wichtig, wir müssen es als Intel-DDS-File speichern. Nun kommen wir in ein neues Menü. Und hier bitte alles genauso machen, wie ich mache. Wir haben hier Texture Type, Color and Alpha. Hier Compression. So. Und Mipmaps auf Auto-Generate. Okay, dann speichern wir das Ganze. Nun müssen wir wieder zurück erstmal in unseren Final Fantasy 15 Ordner. Gehen nun auf sk-res, inject, textures. Und dort müssen wir nun die Datei hinkopieren, die wir gerade verändert haben. Denn von diesem Ordner werden alle editierten Dateien bezogen. Sicherheitshalber habe ich auch einfach nur den echten Namen der Textur da behalten und nicht irgendwie meine eigene editierte Version davon, damit das Spiel es auch sofort findet. Wenn wir zurück ins Spiel gehen, oh, was sehen wir da? Wir haben's. Wir haben die Textur, die wir die ganze Zeit haben wollen, verändert und ins Spiel integriert. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen. Wenn ihr Anregungen habt, lasst sie in den Kommentaren. Außerdem möchte ich noch Danke sagen. Mein Dank geht auf jeden Fall auch an Kaldayan, der dieses Special K-Tool überhaupt erst veröffentlicht hat. Danke auch an die Reddit-Community, durch die ich überhaupt erst dieses Modding selber für mich entdeckt habe und das mir natürlich auch geholfen hat. Das war's dann auch von mir für heute. Also dann, tschüssikowski!